Die herkömmlichen Wärmepumpen funktionieren wie ein Kühlschrank. Die Wärme wird nach außen gepumpt und an den Kühlrippen abgegeben. Ich werde jetzt die Hauswand dazwischen stehen und Sie öffnen die Kühlschranktür. Dann hätten Sie im Prinzip eine Wärmepumpenheizung mit einem Thermostat, der ein- und ausschaltet. Die Kühlrippen werden durch einen sogenannten Plattenwärmetauscher ersetzt, der die Wärme ans Heizungswasser überträgt. Dieser Wärmetauscher ist ein kompaktes Metallteil, das bequem in einen Schuhkarton passt. Seine Temperatur darf 35, maximal 40 Grad nicht überschreiten, damit die Wärmepumpe funktioniert. Das ist der Grund, warum man sie nur bei Fußbodenheizungen einsetzen kann. Diese technisch-physikalische Grenze von 35 bis 40 Grad gilt natürlich auch für die Thermodynen. Allerdings, dass wir es hier nicht mit einem Schuhkarton zu tun haben, sondern mit einem Speicher, der 1,60 Meter hoch ist und am unteren Ende eben diese 35 Grad nicht überschreiten darf, aber oben eine beliebig hohe Temperatur. Also hier bei uns die Vorlauftemperatur von 50 55 Grad erreichen kann, und je höher dieser Temperaturunterschied ist, desto besser funktioniert das System. Die Leistung dieser herkömmlichen Wärmepumpen wird mit einem Wert angegeben, den Sie auch in möglichen Angeboten finden werden. Das ist der COP, kommt aus dem Englischen und heißt Coefficient of Performance. Auf Deutsch sagt man Wirkungsgrad. Das ist ein für Sie als Kunde, als Anwender relativ wertloser Laborwert. Mit dem COP-Wert werden immer in Klammer die Kombinationen A-W, also in diesem Fall jetzt A7, W35, das heißt Außenluft 7 Grad, Wassertemperatur 35 Grad angegeben. Diese Zahl 3,5 sagt aus, dass man theoretisch mit einer Kilowattstunde Strom 3,5 Kilowatt Heizenergie erzeugen kann. Einen COP-Wert von beispielsweise -15/-55 werden Sie bei dieser Technik nicht finden, weil bei Minusgraden der Tauchsieder einsetzt und Sie dann 1:1 mit Strom heizen.